Peace Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute aus einer etwas anderen Perspektive, wie ihr seht. Das liegt daran, dass wir gleich 18 Uhr haben. Wir haben aktuell gerade 17... Digga, alle iPhone-User hassen diesen Sound. Auf jeden Fall haben wir 17.26 jetzt. Um 17.30 geht es mit dem Drop los von 6pm Love Hurts. Eigentlich um 18 Uhr, aber alle, die einen Code bekommen haben, können eine halbe Stunde vorher rauf. Und ja, ich habe Gott sei Dank oder glücklicherweise einen Code bekommen. Ashraf Bro, danke nochmal dafür, falls du das siehst. Sehr, sehr viel Liebe. Danke, Bro. Ich habe einen Code bekommen, wie gesagt, 17.30 geht's los. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn es live geht. Ja, dann gucken wir mal, was wir koppen können. Weil ich habe das Gefühl, dass dieses Mal sehr, sehr viele Leute einen Code bekommen haben. Das ist natürlich eine richtig Ehrenaktion, dass so viele Leute einen Code bekommen. Aber wenn so viele Leute Codes bekommen, kann es ja natürlich sein, dass irgendeine Größe vielleicht schon irgendwie ausverkauft ist. Deswegen werden wir einfach gleich schauen und dann, ja, was wir kriegen, kriegen wir, was nicht. Und ja, deswegen schauen wir gleich mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir haben es jetzt 17.29, 30 Sekunden noch laut der Uhr. Dann gucken wir gleich mal. Ich habe den Code hier auch schon direkt bereit. Ich will mal schauen, ob das alles so ohne Probleme klappt. Ich gehe mal stark davon aus. So, 17.30, wir gehen auf die 6pm-Seite. Akzeptiere alle. So, erstmal ging er nicht, hatte ich ein bisschen Angst, aber so, jetzt sind wir drin. Wie ihr seht, bin sehr, sehr gespannt, aber wir fangen direkt mal an. So, einmal will ich den Hoodie hier haben, in einer Größe L, at the cart. So, dann gucken wir nochmal. Ich habe nochmal zwei Kollegen, die auch nochmal was wollten. Das eine war einmal Handy T S und Handy T in M war das, genau, zack. Continue shopping. So, dann wollte ich noch ein T-Shirt. Ich bin mir aber ehrlich gesagt etwas unsicher. Eigentlich wollte ich das mit dem Print haben, mit dieser Rose hier, die brennende Rose. Aber Ashraf meinte, dass die anderen T-Shirts mit so einem richtig speziellen Stoff sind. Deswegen überlege ich gerade, ob ich ein anderes nehmen soll. So, mit Strassstreifen ist, glaube ich, schon ganz fresh, Digga. Ja, später Update oder morgen ändern, wie immer. Ich nehme das mit den Strassstreifen. Ich hab Bock drauf, Digga. Ein L. Selbst wenn die Strassstreifen irgendwann abgehen. Aber ich will es immer haben. Gucken, wie das ist. So, guck mal. Eigentlich wollte ich auch die Colchagger. Ich habe euch ja im ersten Video, was ich gemacht habe über die Collection, gesagt, dass ich eigentlich nicht so ein Colchagger-Fan bin. Aber ich muss sagen, die turnt schon an. Aber ich glaube, auf den, ich habe jetzt schon zwei Sachen, das reicht auch damit. Erstens ist das dann für mich zu viel Geld und dann auch für andere auf den. Deswegen, die sollen das haben. Dann machen wir mal Checkout. Das blöre ich jetzt einmal out. Wahrscheinlich ist mein Gesicht dann davor. Der ist ja fresh, wusste ich gar nicht, dass sowas geht. 065296. Krank, der hat einfach. Boah, das ist krank. Das ist echt krank. So, pay now. Also, was hier gerade passiert ist, ich habe meine E-Mail-Adresse eingegeben, dann habe ich einen Code auf mein Handy bekommen. Den habe ich eingegeben und dann ist er direkt auf die Checkout-Seite gesprungen mit Kreditkarte. Also, alles war da schon gespeichert. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, thank you, Bartuan. Thank you, 6pm. Order ist drin. Was haben wir drin? Wir haben eine Strassstrein-T-Shirt in L, zwei Phone-T-Shirts in S und M für zwei Kollegen und dann einmal der Logo-Hoodie in Schwarz, auch in L. Ja, das war tatsächlich. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so einfach vorgestellt, weil ich sowas noch nie gemacht habe, aber es ist dann im Endeffekt relativ schnell durchgegangen. Bisschen über, Digga, kranker Surf, muss ich sagen. Das mit dem Dings hat mich übertrieben überrascht mit diesem Code und jetzt ist einfach alles so, auf den, dass es automatisch läuft. Nicht schlecht, aber Service muss ich sagen, Digga, no cap. Aber ja. Das war's von dem Video. Wie gesagt, ein relativ schnelles Video Live-Cop. Dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder beim nächsten Video, wenn die Sachen da sind zum Auspacken, also zum Unboxing oder dann zu dem nächsten Video. Ich danke fürs Zuschauen. Passt auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace.